Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lord of the Fallen. Ja, und zwar stehen wir immer noch vor dem gleichen Problem. Wir müssen immer noch den Anbeter auf dem Friedhof vernichten. Und ja, ich musste gestehen, ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht und ich musste gestehen, ich habe leider einmal nachgeguckt. Das Lustige an der ganzen Sache ist, haben die echt geschrieben, das ist einer der leichtesten Gegner. Wahrscheinlich seht ihr das genauso, aber also für mich ist das schon eine harte Nuss. Puh, naja gut. Haben wir ja keine andere Wahl, müssen wir letztendlich durch. Also auf wie mit Gebrüll. Dann geht ja schon gut los. Ich hole mir erstmal meine Seelen zurück. Ich hab mal so Souls back. Ach, Mist. Und er hat mich natürlich erledigt. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Ich meine, so viele Seelen sind das ja gar nicht. Aber wenn ich erstmal noch ein bisschen Seelen farmen gehe. Vielleicht im Level ein bisschen aufzusteigen. Das sind 23 Seelen. Kann ich ruhig auch mal getrost. Ich glaube, das mache ich auch. Aber dafür ziehe ich dann halt meine Standardwaffen wieder an. Also die ich zurzeit habe. Und ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Seelen fahren. Ich glaube, eins der schleuesten Sachen, die ich jetzt gerade machen kann. Weil ich habe das Gefühl, so wie jetzt komme ich gegen den guten Herrn nicht an. So, und einmal von hinten. Zack. Aua. Wo kommst du denn her, Kollege? Alter, du haust auch gut rein. Aber ich kann das auch. So. Ich muss doch mal irgendwie gucken, dass ich diese Gebete benutze. Ja, der lässt sich hier nichts vormachen. Der Gute. So, ich hoffe, das sind erstmal auch einigermaßen genug Seelen. Was ist mit ihm hier? Das heißt doch, in der Nähe von so einem Portal müsste eigentlich ein Monster sein. Hier ist nur eine unsichtbare Wand. Muss ich jetzt unsichtbare Wände bekämpfen? Ich hoffe und ich denke einfach mal nicht. Ein dickes Monster normalerweise in einem Portal. Ist damit vielleicht doch der Oberboss gemeint? Ich weiß es nicht. Hier die Tür bleibt zu. Gleich mich an. Und. Backstep. Ach, verdammt. Erledigt. So, also das mit dem Backstep, das muss ich echt noch ein bisschen üben. Das ist gar nicht so einfach. Wieder nix. Hoppala. I'm falling down. Und hier ist der nächste. Nächste Dicke. Der nächste dicke Yogi. Aber der wird erstmal schön gebappt.
backstabbt. Sauber. Eigentlich müsste ich doch von hier aus, wollte ich gerade sagen. Ja? Ach ja, hier, genau. Ich erinnere mich. Aber was ist mit dem anderen Ausgang? Kann man da nicht auch noch irgendwo hin? Was ist da oben denn los? Was glüht denn da? Sind das irgendwie Mücken oder sowas? Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwas, was ich eventuell gebrauchen könnte? Irgendwas, was mich weiterbringt, was mir weiterhilft? Irgendetwas. Eine geheime Tür? Nein. Es ist nur diese eine Etage. Kann man einen Rundgang machen, ne? Kann man einmal rund gehen und eine Runde fahren. Der Kollege ist weg. Nach unten. Aber eine Riesentruhe. Guckt euch das an, Leute. Der EP-Geist verschwunden. War mir ja schon fast klar. Ne, da ist aber eine Riesentruhe. Aber ich sehe keinen Gegner. Ach, das war das Portal. Ich habe gedacht, das wäre ein Splitter. Okay. Ich gehe natürlich sofort wieder zurück. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr zu holen. Hallo? Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Was kann es schaden? Ui. Ui, ui. Ich mache hier gerade einen total... Was mache ich denn hier überhaupt gerade? Auf jeden Fall voll drauf gehen. Ach Mist. Ach Mist, ach Mist, ach Mist. Oh, das ist eine schöne Rüstung. So, ach, ich kann ab hier starten. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Gucken, ob ich hier noch ein paar Items kriege. Das wäre natürlich auch interessant, wenn man hier ein paar mal reingehen darf. Wäre es auf jeden Fall mal wert. Aua! Ist noch einer ohne Fahrschein? Da hinten. So, und natürlich muss ich mir jetzt erstmal das Licht wieder hier hinholen. Weil ohne das Licht gehen ja die Truhen nicht auf. Oder doch? Ausgelöst. Energiesplitter gefunden. Sehr schön. Das ist echt eine dunkle Scheißbrühe hier. Das ist der nächste Punkt. Ich würde mal hier den hier anvisieren, Kollege.
einer. Ach du Scheiße. Also ich bin auch momentan irgendwie total schlecht unterwegs. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin eh kein Profi in solchen Spielen. Warte mal, ich glaube, ich muss erstmal zusehen, dass ich die hier wieder kriege. Bam. Brauchst ja eine schöne Rechts-Links-Kombi, dann hast du echt fast gewonnen. Ist ja auch eine Faustwaffe, ne? Das heißt, es kommt auf deine Boxskills an. Bom. Um was du auf die Nase kriegen kannst. Das ist auch schon der zweite. Hier eigentlich schon da, wo ich ja nicht sein wollte. Bin wieder einen Schritt zurückgegangen. Naja, gut, sagen wir mal so, gibt alles Seelen. So, wo ist denn dieser scheiß Bogenschütze da? Gibt alles Seelen. Und wegen denen spielen wir das Spiel ja hier schließlich, ne? Oder ist immer was drin wahrscheinlich, aber immer so ein Splitterkram wahrscheinlich. Zack, zack, zack. Oh, das war eine Kombi. Irgendwer ist hier noch am Rumgrölen. Nee. Stille. Nochmal. Ja. Hier drin ist auch nur ein Splitter und eine versiegelte Rune. Naja, gut. Okay. Noch mehr? Ne, Truhe ist verschlossen. Naja, ganz nett, aber kein nice to must. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. So, je höher die Ausdauer, desto mehr Energie hast du. Je mehr Energie du hast, desto länger halten deine Kombos. Du kannst auch länger sprinten und schwere Ausrüstung belasten dich weniger. Ja, so einen schönen Ausdauer-Kack wäre natürlich echt schön. Ich glaube, das kann ich auch mal machen. Ausdauer, Geschicklichkeit. Ich muss mal gucken, worauf Ausdauer geht. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber eine Ausdauer kann man immer mal gebrauchen, definitiv. Die Musik ist schön. Einige Steinplatten können angehoben. Was? Einige Steinplatten können angehoben werden? Das erfahre ich erst jetzt. Weißt du, das hätte ich auch schon längst herausgefunden, oder? Oder eher nicht. Oh ja, jetzt habe ich die Jungs schon wieder vor mir. Das macht Laune. Wo ich immer noch nicht weiß, wie ich die besiegen soll. Vielleicht echt mal auf die heimtückische Methode. Zu spät. Und komplett draufgegangen. Ich gehe kaputt.
Ich gehe kaputt, komplett draufgegangen. Wo starte ich jetzt? Auch wieder vor dem Tor. Das ist ja schön. Dass er noch auf die Idee kommt, mich zu sehen. Ich könnte ihn auch einfach mal ihn hier angreifen lassen. Oh, wie man sieht, hält das nicht lange. Der hat ein kleines Problem mit Flüssigkeit im Mund. Das kommt ja von, wenn man zu viel sabbert. So. Jetzt ihr hier, meine Helden. Voll daneben. Aua, 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 aua. Lass mich. Macht er. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, dass ich jetzt hier überhaupt irgendwie so ein bisschen rumfarme. Aber irgendwas muss ich ja tun. Zum Notfall einfach auch ein paar Backsteps setzen. Toll! Mann! Doof! Jetzt ist der übrigens da, der Typ. Jetzt verliere ich meine ganzen Seelen, das weiß ich jetzt schon. Jeder einzelne ist jetzt weg. Boah, mein halber Energiebalken ist runter, nur wegen diesem Fuzzi. Das ist doch Mist. Ich will vernünftige Waffen. Dass es hier auch keinen Shop gibt, ne? Also ich habe bisher noch keinen gesehen. Klappt das wieder wunderbar? Jetzt kommt er hier. Und es ist der Bolivar. Ich gehe kaputt. Ich gehe so kaputt. Leute, wie soll ich denn dieses Spiel jemals durchspielen, wenn das so weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin so ein Noob, ey. Alter Schwede. Komm mal her. Siehst du den? Oi, sagt er. Not enough energy. Schnetzel, Metzel. So geht's natürlich auch, dauert halt nur ein bisschen länger. Nein. Nein, nein. Da. Da. So soll's sein. Mal gucken, ob ich den Burschen jetzt mal endlich backsteppen kann. Ich
So. Und tschüss. Ach, verdammte Hacke. Der Kerl ist backstab-resistent, das sag ich euch. Ehrlich. Kann doch nicht sein, so oft wie ich den schon versucht habe zu backstabben. Und bei ihm hier klappt es heute auch nicht. Okay. So, dann habe ich jetzt noch den Kollegen da oben. Indem ich mich jetzt erstmal nicht kaputt machen lasse. Hoffentlich. Hallo, hörst du mal auf hier rumzulaufen? Was bist du denn für einer? So, kommt der Typ da aus seinem... Nee. Aus seinem Haus raus. Hier ist auch nichts, was man gebrauchen kann. Naja, ich bringe jetzt erstmal die paar Seelen weg, die ich gesammelt habe. Die 2, 3. Ja, und dann werde ich jetzt erstmal hier diese Folge beenden. Und ja, ich weiß nicht, ob es beim nächsten Mal weitergeht. Ich muss mal gucken, ja, ich bin momentan ein bisschen überfragt. Naja, wir werden sehen. Die Show geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.